Guten Tag, ich begrüße Sie ganz herzlich hier auf unserem Gelände um die Christuskirche herum in der evangelischen Gemeinde zu Düren. Am Reformationstag haben wir Gemeindeversammlung. Ich als Vorsitzender des Presbyteriums halte dort meinen Bericht. In diesem Jahr werden nicht alle oder nicht viele zur Gemeindeversammlung kommen können. Deshalb spreche ich meinen Jahresbericht diesmal auch auszugsweise in dieses Video. Seien Sie willkommen und folgen Sie mir auf dem Gelände unserer Gemeinde und ich erzähle Ihnen und berichte Ihnen, was im vergangenen Jahr stattgefunden hat. Wir setzen uns in unserer Gemeinde konkret mit Macht und Ohnmacht auseinander in ganz verschiedenen Bereichen unserer Gesellschaft. Davon will ich in den nächsten Minuten erzählen. Ich muss dabei vieles weglassen. Was können wir gegen Ohnmachtserfahrung und Diskriminierung tun? Ich möchte das an drei Begriffen deutlich machen. Anerkennung, Chancengleichheit und Teilhabe. In allen Bereichen unseres Gemeindelebens setzen wir uns genau dafür ein. Unser Grundgesetz verspricht allen Bürgerinnen und Bürgern gleichermaßen Anerkennung mit ihren ganz persönlichen Lebensgeschichten. Es verspricht allen Chancengleichheit und Teilhabe an gesellschaftlichen Entscheidungen. Viele Menschen erleben das aber anders. Sie erleben, dass ihre Lebensweise und sie selbst nicht respektiert werden, dass sie nicht die gleichen Chancen haben wie andere. Wenn unser biblischer Auftrag darin besteht, den Frieden in der Gesellschaft zu befördern, selig die Friedfertigen und der Stadt Bestes zu suchen, dann besteht unsere Aufgabe als Kirchengemeinde darin, uns in diese Diskussionen klar und deutlich einzubringen. Zuerst Anerkennung. Ein wunderbares Beispiel dafür, wie wir Anerkennung befördern können, ist unsere Jugendmusical-Arbeit. Es ist immer wunderbar, die Jugendlichen und Kinder zu erleben, wenn sie hier in der Christuskirche das aufführen, was sie innerhalb einer Woche gelernt haben. Sie haben Dinge gelernt, von denen sie gar nicht wussten, 4 Wochen vorher, dass es in ihnen stecken würde. Und umso wertvoller ist es, dass wir trotz allem in dieser Zeit in den Herbstferien wieder eine Jugendmusical-Freizeit durchführen konnten und wir dadurch die Möglichkeit geschaffen haben, für Jugendliche auch außerhalb von Schule und Vereinen zusammenzukommen, kreativ zu sein und Gemeinschaft zu erleben. Ein anderes schönes Beispiel für Teilhabe sind die Sprachkurse unserer Erwachsenenbildung. Die Menschen, die daran teilnehmen, an den Deutschkursen, konnten vorher in der Sprache ihrer Heimat kaum lesen und schreiben. Hier lernen sie in unserer Sprache lesen und schreiben und das ist eine wichtige Voraussetzung, um hier Teilhabe und Chancengleichheit zu erringen. Das Büro für Gemeinwesenarbeit und soziale Stadtentwicklung stellt fest, dass die Chancen auf Teilhabe an Bildung, Gesundheit und Sozialem für Kinder, Jugend und Familien sehr unterschiedlich ausgeprägt ist in Düren. Die GWA ist seit vielen Jahren in den Stadtteilen Düren-Nord, Mariaweiler und Düren-Südost tätig. Zusammen mit den Stadtteilvertretungen und Bewohnerorganisationen werden wohnortnahe Hausaufgabenhilfen, Lernförderungen, Mieterinnenberatungen, Stadtteilfeste und andere Projekte durchgeführt. Ein anderes Arbeitsfeld ist die psychologische Beratung von Kindern, Jugendlichen und Familien und von Pflegekinderfamilien. Auch da leisten wir einen Beitrag zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Durch die Beratung im psychologischen Beratungszentrum werden ganz konkret und persönlich Anerkennung, Chancengleichheit und Teilhabe gefördert. Die Ratsuchenden befinden sich in der Regel in ganz schwierigen Situationen. Ich möchte nur 3 Gruppen nennen, die durch unsere Mitarbeitenden durchgeführt werden. Eine Elternsprechstunde in der Landesklinik, eine Trennungs- und Scheidungsgruppe für Kinder und Kindergruppen zur Erlernung von sozial kompetentem Verhalten. Das zeigt schon an, in welche Situation hinein wir mit unseren Mitarbeiterinnen tätig sind und versuchen, Menschen zusammenzuführen und Lösungen im ganz Kleinen und Familiären zu finden. Ich stehe hier vor dem Eingang unserer Schulden- und Insolvenzberatung. Hier greifen die Bemühungen um Anerkennung, Chancengleichheit und Teilhabe ganz besonders ineinander. Ausgangspunkt ist die Anerkennung der Lebenssituation der Klienten und damit auch von ihnen selbst. Dazu gehören diese Erfahrungen.
Schulden engen die Handlungsmöglichkeiten der Betroffenen ein. Schamerfahrung und Schulden führen zur Passivität, zum Gefühl von Ausgeliefertsein. Schulden haben viele Folgen für die Betroffenen. Krankheit, Pfändungen, Arbeitsplatzverlust und Stress in der Familie. Im Jahr 2019 haben wir über 1000 Menschen mit diesen persönlichen Situationen beraten und begleitet. 772 Beratungsfälle, 258 Beratungen im Zusammenhang von P-Konten und 13 Kriseninterventionen. Eine wichtige Arbeit zum Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Hier ist auch der Eingang zum Internetcafé. Das Internetcafé hat in diesem Jahr ganz besondere Bedeutung gewonnen, weil es hat ältere Menschen gerade ganz persönlich beraten, mit sozialen Medien umzugehen, Kontakt zu halten über WhatsApp, über E-Mails mit ihren Enkelkindern zum Beispiel und mit anderen Familienangehörigen und Freunden. Die Corona-Krise hat insgesamt unsere Arbeit stark beeinflusst in diesem Jahr. Wir mussten auch eine Zeit lang alles runterfahren, keine Gottesdienste. Aber es hat uns auch Ansporn gegeben für neue Ideen, für digitale Formen, Videos, Gottesdienstvideos. Und wir haben andere Formen von Gottesdiensten entwickelt, Gottesdienst to go. In der Lutherkirche in Bühr ist eine Gemeindebox entwickelt worden. Dort gibt es an einem Ort an der Lutherkirche seit Mai regelmäßig Informationen, Texte und kleine Geschenke zum Abholen. Und das war so erfolgreich, dass es auch jetzt noch weitergeht. Ich denke an der Stelle auch an die Erzieherin unserer Kindertagesstätte, die, als sie reduzierte Öffnungen hatten, trotzdem alle Kinder versorgt haben und alle Familien mit kreativen Ideen, mit etwas zum Basteln und zum Spielen. Ich stehe jetzt vor unserem Gemeindeamt. Da sitzt unsere Verwaltung. Und das ist ein Bereich von Gemeindeleben, der ja oft vergessen wird. Und auch die Mitarbeitenden, die dort quasi das Rückgrat unseres Gemeindelebens bilden mit all den Buchungen und Personal, das dort begleitet und betreut wird. Über 210 Mitarbeitende hat unsere Gemeinde in diesem Jahr. Das sind so viele, wie unsere Gemeinde noch nie hatte. Diese Mitarbeitenden sind der Schatz unserer Gemeinde. Ihnen ist in diesem Jahr der Corona-Pandemie ganz besonders zu danken. Mit viel Fantasie, Einsatzbereitschaft und Einfühlungsvermögen haben die Mitarbeiterinnen in der Verwaltung und in der gesamten Gemeinde mitgeholfen, auch jetzt ansprechbar zu bleiben. Ich denke da an unsere Jugendmitarbeitenden, die über WhatsApp und Insta Kontakt hielten und auf dem Bolzplatz in Düren-Ost die Lage erklärten. Ich denke an die Jugendzentren, die wieder öffneten, sobald es möglich war. Ich denke an unsere Flüchtlingsberatung im Lager in Gürzenich, die Mitarbeitenden, die zu Hause im Homeoffice erreichbar blieben, an unsere Küster, die in der Zeit des Lockdowns weiter Kontakte vor Ort ermöglichten und. Wenig überraschend ist, dass die Mitgliederzahl unserer Gemeinde auch im letzten und auch in diesem Jahr weiter zurückgegangen ist. Das ist ein offenbar normaler und unaufhaltsamer Prozess. Und doch steigen die Aufgaben für uns als Kirche und als Gemeinde, weil die wirtschaftliche und soziale Spaltung unserer Gesellschaft zunimmt. Dies wird durch Corona verschärft, auch wenn wir die sozialen Folgen erst später noch deutlicher wahrnehmen werden. Ein paar Zahlen zu unserer Gemeinde aus dem Jahr 2019. 20.364 Gemeindemitglieder. Wir hatten 164 Taufen, 111 Konfirmationen, 22 Aufnahmen, 253 Kirchenaustritte, 22 Trauungen und 238 Bestattungen. Als letzte Station meines Rundgangs über unser Gemeindegelände stehe ich nun vor einem Weltladen. Er erinnert uns daran, dass es in anderen Ländern dieser Welt noch viel schlimmer ist mit Corona als bei uns. Wir können die Menschen dort weiter unterstützen, indem wir faire Produkte kaufen, hier bei uns im Eine-Welt-Laden. Er hat montags bis samstags täglich von 10 bis 14 Uhr immer geöffnet. Was können wir als Kirche und Christen in diesen Zeiten tun? Erstens,
Die gesellschaftlichen Widersprüche lassen sich bearbeiten. In den konkreten Situationen, Problemfeldern können wir Widersprüche und Konflikte reduzieren. Wir als Gemeinde sind gerade im Kleinteiligen aktiv und unschlagbar. Wir sind in den Stadtteilen präsent. Wir suchen mit anderen Lösungen in den Quartieren. Damit reduzieren wir beständig Konfliktgefahren. Wir werben für Verständnis und mischen mit am Kitt der Gesellschaft. Zweitens, wir können die Zusammengehörigkeit in der Gesellschaft stärken. Das kann durch emotionale Anteilnahme geschehen, durch Erklärungen und Analysen von Situationen, durch kulturelle Projekte und Förderung des sozialen Miteinanders. Drittens, wir können gesellschaftliche Allianzen bilden mit anderen Organisationen, mit dem Bündnis gegen Rechts, dem Seenotrettungsbündnis United for Rescue, dem unsere Gemeinde im letzten Jahr beigetreten ist, dem Forum Politik oder auch den Vereinen BASTA und Frauen helfen Frauen, um nur einige zu nennen. Gemeinsam kämpfen wir für ein faires und plurales Miteinander, für Verbundenheit statt Spaltung, für Gerechtigkeit statt Ungleichheit, für Anerkennung statt Diskriminierung. Viertens, wir wirken daran mit, eine gemeinsame Haltung zu bilden und in der Gesellschaft zu vertreten. Diese Haltung wird die gemeinsame Schnittmenge unterschiedlicher Biografien, Nationalitäten, Herkünften und Religionszugehörigkeiten werden. Wir als Gemeinde nehmen die derzeitige Corona-Situation sehr ernst. Wir bemühen uns, situationsbezogen zu reagieren und sehr differenziert zu entscheiden. Das führt auch zu Widersprüchen, wenn manches weiter stattfindet und anderes nicht stattfinden kann. Aber eines gilt immer: Ihre Pfarrerinnen und Pfarrer, Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bleiben für Sie immer ansprechbar. Ich entschuldige mich für alles, was ich nicht nennen konnte, weil die Zeit einfach zu knapp war. Ausführlichere Informationen finden Sie im gedruckten Jahresbericht auf unserer Website. Gottes Segen behüte und umhülle Sie und sei bei Ihnen auf allen Ihren Wegen.